Servus Leute, willkommen zum Lagerfeuer-Tag. Ja, falls ihr noch nichts von dem Tag gehört habt, ich habe den aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Hat mir irgendwie gut gefallen. Der ist im Original von Jaded Reader. Das ist ein, glaube ich, amerikanisches Mädel, die auch Booktube macht, und die hat diesen Tag erfunden. Und ich habe mir gedacht, hey, den übersetze ich mal. Ich habe den Tag, glaube ich, in meinem letzten Video, das leider auch schon wieder ein bisschen her ist, schon angekündigt. Sorry, dass es irgendwie jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis wieder ein Video gekommen ist. Ich war leider Gottes eine Zeit lang krank. Ich hatte eine ganz fiese Entzündung im Ohr und ich konnte fast die Fresse nicht aufbekommen. Und ja, danach verpasste und Arbeit nachholen, noch mehr Stress, und fragt lieber nicht. Deswegen hat sich's ein bisschen verzögert, aber egal, kommen wir zum Tag. Erstens, baue das Zelt. Ein Buch, das du einfach lesen musstest. Ja, Zelten, dann braucht man Zelt, ne? Bei mir, ich habe mich für Streuner entschieden von Stefanie Scheurich. Eine junge Autorin aus dem Sternensand Verlag. Ich habe den Verlag auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt und dort auch ganz viele der tollen Autoren und Autorinnen, denn ja, sind hauptsächlich Autorinnen. Das ist ein Schweizer Verlag mit wahnsinnig, wahnsinnig tollen Büchern. Müsste echt mal reinschauen. Das war sonntags, als ich dieses Buch gesehen habe. Und ich sah das Cover und ich gebe mal offen zu, das war ein fast hundertprozentiger Coverkauf. Ich habe mir dann zwar die Geschichte noch hier durchgelesen auf dem Buchrücken, deswegen hört mal zu. Boru hat die Schnauze gestrichen voll von seiner Ausbildung zum Hexenmeister. Während er lieber Sänger werden würde, besteht seine Mutter darauf, dass er sein Studium an der Zauberschule vollendet. Er beschließt kurzerhand abzuhauen und seinen Traum zu verfolgen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist der Fluch seiner Mutter, der ihn in eine Katze verwandelt, sobald er die Welt der Normalos betritt. Aber von seinem neuen Körper lässt Boro sich nicht aufhalten. Mehr will ich gar nicht lesen, das ein bisschen steht noch da. Aber es ist eine wahnsinnig coole und wahnsinnig toll geschriebene Geschichte. Und es geht so am Rand eben um diese Magie und Zauberschule, aber hauptsächlich darum, dass Borondrian durch diesen Fluch von seiner Mutter in eine schwarze Katze verwandelt wurde. Und diese Katze lernt Greta kennen. Ja, und da entwickelt sich etwas. Das ist wahnsinnig cool und wahnsinnig, hat auch irgendwie Tiefgang sogar. Ja, ich finde es eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geschichte. Baue das Zelt. Zweitens, baue ein Feuer. Ein Buch, auf das du stolz warst, es zu lesen. Ja,
irgendwie ist das, wenn ich darüber nachdenke, bei mir immer Spuren im Schnee von Patricia St. John. Das war ja tatsächlich das erste richtige Buch, das ich gelesen habe. Also nicht bloß so, ne? Also der erste Roman, der erste ganze Roman, den ich gelesen habe. Und ja, es hat einfach irgendwie, glaube ich, bis heute mit zu tun, dass ja, meine Leidenschaft für Geschichten geweckt wurde. Das ist im Bibellesebund erschienen. Ja? Nichtsdestotrotz eine wahnsinnig tolle Geschichte. Also hat jetzt, falls jemand da draußen der Bibelskeptiker oder irgendwie so ist, hat wenig damit zu tun. Irgendwie, ich lese euch das mal vor. 7 Jahre ist Annette alt, als ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bauernhof in den Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei einem Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass kennt keine Grenzen. Sie scheut kein Mittel, um Lukas zu bestrafen und wird dabei selbst unglücklich. Eines Tages erfährt Lukas, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das Geschehene wieder gut zu machen. Er ist zum Außergewöhnlichen bereit, ja, setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani wieder gesund werden kann. Ja, für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren. Und ich glaube, älter war ich da auch nicht. Spuren im Schnee. Ja, drittens, gerösteter Marshmallow. Ein matschiges, süßes Buch, das man einfach verschlingen musste. Ja, da habe ich erst mal lang überlegen müssen und dann, ja, dieses matschig und süße, diese ein bisschen übertriebene ewige Liebe, ja, unsterbliche Liebe, da ist mir eigentlich irgendwie nur Evermore von Alison Noe, ja, die Unsterblichen in den Sinn gekommen. Denn, ja, das ist diese unglaubliche, ihr kennt es sicher, Liebe auf den ersten Blick und dann durch alle Widerstände und füreinander bestimmte Liebe und so weiter. Und ja, das kann schon manchmal ein bisschen matschig sein, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Bücher trotzdem klasse, auch wenn ich mir, wie wahrscheinlich viele andere, ein paar weniger Teile gewünscht hätte. So, komm mal zum Punkt. Es ist dann doch mit, glaube ich, 6 Teilen ein bisschen zu gestreckt worden, die Story. Aber ja, als Eve ihm zum ersten Mal in die Augen sieht, scheint ihre Welt plötzlich eine andere zu sein. Damon hat etwas, das Eva tief berührt, seit sie als einzige schwerverletzt den Autounfall überlebte, dem ihre gesamte Familie zum Opfer fiel. Hat sie sich nicht mehr so glücklich gefühlt wie in diesem Augenblick. Aber irgendwas ist merkwürdig an Damon, denn seitdem sie dem Tod so nah war, besitzt sie die einzigartige Fähigkeit, die Gedanken der Menschen um sie hören zu können. Doch nicht so bei Damon. Keine Gedanken, nicht der leiseste Ton, nichts. Kann es sein, dass Damons Seele tot ist und er schon längst nicht mehr lebt? Aber woher kommen dann die starken Gefühle, die sie beide verbinden? Puh. Ja.
ich denke irgendwie, das passt. Viertens, Fischen gehen, ein Buch, das nach dem ersten Kapitel süchtig gemacht hat. Ja, wenn es bei mir ums sofort süchtig sein geht, dann fällt mir eigentlich immer nur dieses eine Buch ein. Kennt ihr das? Ihr fangt an zu lesen und ihr könnt nach der ersten Seite, wisst ihr ganz genau, ihr könnt jetzt nicht mehr zurück. Ihr müsst dieses Buch fertig lesen. Dieser unglaubliche Sog zu lesen, wenn ich mir das vorstelle, fällt mir als allererstes eben Rubinrot von der Kerstin Gier ein. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe damals gewartet, bis der dritte Teil Smaragdgrün rausgekommen ist. Und habe dann erst angefangen, diese Bücher zu lesen, weil ich glaube, mir damals jemand gesagt hat, oh, warte lieber, ich quäl mich jetzt schon so lange, bis der dritte Teil rauskommt, erspar dir dieses Leid. Und es war wirklich so, es war gut, denn ich habe innerhalb kürzester Zeit diese drei Bücher durchgesuchtet wie noch niemals vorher, irgendwann und nachher auch nicht mehr in meinem ganzen Leben. Noch nicht mal bei Harry Potter habe ich so einen Drang verspürt, diese weiterzulesen. Auch wenn ich jetzt glaube, Harry Potter schon mehr als 20 Mal alle Teile gelesen habe, ich habe auch schon, keine Ahnung, wie oft Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün gelesen. Aber ich habe diese Bücher tatsächlich, die Trilogie, als ich die drei durch hatte, habe ich sofort, als ich Smaragdgrün zugemacht habe, tatsächlich Rubinrot wieder aufgemacht und nochmal von vorne gelesen. Dann habe ich drei Tage gewartet und musste nochmal lesen. Also ich habe diese Trilogie dreimal hintereinander gelesen. Ja, das ist, glaube ich, echt passend für ein süchtig machendes Buch. Fünftens, Skipping Rocks. Ein Buch oder eine Serie, die du verpasst hast. Verpasst ist vielleicht das Buch, den ersten Teil nicht verpasst, aber gequält damit. Aber den Rest dieser Serie habe ich dann verpasst. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile der Scheiß in Grau hat. Aber das ist für mich eines der schlechtesten Bücher der letzten bestimmt 100 Jahre oder so. Wie gesagt, die Geschichte an sich ist ja gar nicht mal so uninteressant und gar nicht so übel. Das Buch ist einfach nur schlecht geschrieben. Von dem her, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist einfach ein unterirdisch schlecht geschriebenes Buch und keine 10 Lektoren könnten das retten. Das müsstest du komplett neu schreiben. Die Geschichte so im Hintergrund und dann aber komplett neu schreiben. Dann, und das ist ein guter Autor. Dann könnte es sogar gut werden. Also von dem her. Aber ansonsten, boah. Sechstens, Campfire-Songs. Ein Buch so gut, dass du immer Lobeshymnen darüber singen möchtest. Ich glaube, ich habe schon einige Videos zu diesen Büchern gemacht. Und vor allem dazu,
Warum? Warum? Gibt es die weiteren Teile ab Teil 5? Also Teil 5, 6, 7, 8, glaube ich. Irgendwie so. Nicht in Deutsch, nur im französischen Original Entre Monde von Maxime Chetin. Ja, Altera. Wer es noch nicht kennt, ich lese mal ganz kurz, was hier steht über den ersten Teil. Ein Orkan bricht über New York herein. Innerhalb weniger Stunden versinkt die Stadt in Eis und Schnee. Aus der Dunkelheit, die folgt, schießen blaue Blitze hervor. Als sie verschwunden sind, ist die Welt eine andere geworden. Gefährlich und wild. Ohne Technik und Zivilisation. Und ohne Erwachsene. Übrig sind nur die Kinder. Unter ihnen Matt, Tobias und Ambre. Gemeinsam machen sie sich auf ein unglaubliches Abenteuer. Ja, das ist die Altera-Trilogie. Ja, ich sag Trilogie, weil die sind diese wunderschönen Bücher. Ja. Viele werden mich um dieses Buch beneiden, denn das ist der Krieg der Kinder, ein sehr seltenes Buch. Denn der liebe Pan Verlag, der hat seine Pforten geschlossen und danach, ja, wurde der vierte Teil von Drömer Knauer noch als Taschenbuch veröffentlicht, aber dann hat man es nicht mehr für nötig gefunden, die Leser von Drömer Knauer weiterhin mit den Fortsetzungen, glaube 7 oder 8 oder sogar noch mehr, keine Ahnung, ich weiß gerade gar nicht, sind auf jeden Fall einige im französischen Original erschienen. Ja, Drömer Knauer hat es einfach nicht für nötig gefunden, wenigstens das als E-Book rauszubringen, damit man es wenigstens weiterlesen kann, die Geschichte, und nicht im, ja, im Regen stehen gelassen wird. Aber so what, habe ich über das Thema schon öfters aufgeregt. Siebtens, Der Nachthimmel, ein Buch, das dich tief über einen Aspekt in der Welt nachdenken ließ. Tja, da habe ich tatsächlich erstmal überlegen müssen, ein Aspekt in der Welt, was war denn das? Ich lese doch, dies und das und so, aber und dann, ja, hat der liebe Morten Ruhe oder Ruhe die Welle geschrieben. Ja, und viele, ich hoffe, viele haben das doch wohl auch schon mal gelesen und ja, oder in der Schule behandelt, dieses Buch. Denn so ging es mir. Ich habe das Buch in der Schule behandelt. Ich glaube, in der 7. oder 8. Klasse. Ja. Tja. Ich lese euch das mal hier vor. Wenn die Mehrzahl aller Deutschen unter Hitler keine Nazis waren, warum haben sie dann nicht versucht, den Holocaust zu verhindern? Ein beliebter Lehrer will heute seinen Schülern beweisen, dass der Faschismus, dass der Nationalsozialismus kein ausschließlich deutsches und historisches Problem darstellt, sondern eine dauernde, stets und überall vorhandene Gefährdung ist. Er beginnt ein Experiment und löst damit eine Bewegung aus, die immer größeren Zulauf gewinnt. Die Welle. Es zeigt sich, die meisten
Schüler sind bereit, ihre Individualität zugunsten eines bequemen, unselbstständigen und disziplinären Verhaltens aufzugeben. Das Experimentwelle gerät außer Kontrolle. Die Gelangweilten haben etwas Neues. Die Orientierungslosen sehen ein Ziel. Die Schwachen fühlen sich geborgen. Die Ehrgeizigen finden ein neues Bestätigungsfeld. Die Erzählung besitzt den Charakter der Vorkommnisse, über die sie berichtet. Sie ist Experiment und Lehrstück, lässt auch erzählerisch ausschließlich zu, was dem Beweis ihrer These dient. Aber Lesen allein genügt nicht, Denken wird verlangt. Ja. Aber falls ihr das noch nicht gelesen habt, die Welle ist in unserer heutigen Zeit ein wieder mal aktueller gewordenes Buch in Zeiten von Nazi-Aufmarschen in Chemnitz und irgendwelchen Parolen, die hohle AfD-Politiker raussabbeln, in der die AfD in manchen Ländern bei 20% Hohlkopfanteil angekommen ist. Oder noch weiter oben, zweitstärkste Partei irgendwo im Osten irgendwo, keine Ahnung. Oh, da könnt ihr im Strahl kotzen bei dem Thema. Falls da draußen irgendwelche AfD-Sympathisanten meinen Kanal abonniert haben, bitte deabonnieren. So, müsst mich nicht anschauen. Und falls ihr hier reingestolpert seid in mein Video, boah, klickt weg. Ihr widert mich an. So viel. Aber was will man machen? Schau doch in die USA. Da wählen die Armen und die, für die sich die Politiker eigentlich einsetzen müssten, wählen genau die, die sich einen Scheißdreck um sie kümmern, und so wird es bei der AfD auch ausgehen. Ja, die jetzt die AfD wählen, auf die scheißt die AfD. Ganz einfach. Nur leider haben die das Programm von diesen Vollhorst-Clowns, möchte gern Nazis. Nee, Nazis. Die Wähler, oder die wenigsten Wähler, sind wir doch mal ehrlich, haben das Programm der AfD gelesen. Und falls sie es gelesen haben, haben sie es wahrscheinlich nicht verstanden. Ja, so what. Das Buch hat mich über einen Aspekt in der Welt nachdenken lassen. Achtens. Der Abriss. Ein Buch, das bittersüß endet. Tja, und wer... Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna von Finn. Schon mal gelesen hat, der weiß, dass dieses Buch bitte süß endet. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so beim Buch gleichzeitig lachen und weinen müssen. Ich bin bei vielen Stellen lachend mit Tränen in den Augen da gesessen und habe weiter gelesen, weil ich nicht aufhören habe können. Ich meine, es ist ja nicht so dick. Das kann man schon mal lesen. Das sollte man gelesen haben.
für mich persönlich, ihr wisst vielleicht, ich habe eine bei Buchbewertungen, ich bewerte nicht mit 5 Sternen für das beste Buch. Ich bewerte dem Abitur-Hochschul-Punktesystem, 15 Punkte ist das Beste. Das ist eines der wenigen Bücher in meiner Bewertungsskala, die ich over the top gesetzt habe und mehr als 15, vielleicht sogar 18 Punkte mir wert sind. Dementsprechend eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ich denke, für den Tag würde ich einen Abschluss. Ja, Leseempfehlung. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen und ich hoffe, ihr macht den Tag auch. Jede da draußen ist aufgerufen, den Tag auch zu machen. Bei Punkt 7 bin ich sehr gespannt auf eure Antworten. Aber persönlich taggen möchte ich auf jeden Fall meine lieben Bücher nixen. Steffi von Steffis kleiner Bücherexpress ist auch ganz, ganz herzlich getaggt. Würde mich sehr freuen, wenn du auch den Tag machen würdest. Meine liebste Sonja von Sonnige Bücher, die ist auch ganz, ganz herzlich getaggt. Nick, der Buchtoaster, falls du auch mal Bock hast, einen Tag wieder zu machen, dann bist du auch herzlich eingeladen. Ja, und die Leseeule Theresa, die tagge ich auch. Die ist, glaube ich, so die meistgetaggte Booktuberin von mir. Hat zwar die wenigsten davon gemacht, weil sie jetzt auch ganz, ganz lange mit Booktube aufgehört hat. Hat aber jetzt wieder angefangen. Schaut mal bei ihr rein. Theresa, falls du Lust hast, mach doch auch mal den Tag. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.